hier fest, bis die Kajar die Festungstore öffnen. Ich bin Gera. Was zu trinken? Nein. Naja, bei allem, was ich so über die Nora höre, der Erste geht auf mich. Täglich versuche ich, mit jemand Netten einzuheben. An den meisten Tagen wird es dann nur jemand, den ich im Kampf schlagen kann. Meine Ambition! Auf dich! Was ist das? Plünderersaft, gutes Zeug. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus einem Zahnrad. Du bist eine Osaram, oder? Hier bin ich nur eine Fremde. Und das ist mir so ganz recht. Du kennst keine Osaram-Frauen, oder? Nein. Also, im Anrecht, wo wir herkommen, besitzt man etwas nicht, man wird dazu. Bierweib, Schmiedeweib und so weiter. Schwertweib, wenn wir uns den Kopf scheren und Stahl küssen mögen. Es ist, wie es ist. Er gibt starke Ehen. Oder ruchlose Kriminelle. Ich schlafe lieber unter den Sternen als unter einem Dach, das mir nicht gehört. Die Kaja, die kann ich noch nicht richtig einschätzen. Manche sagen, unter diesen Federhelmen wären noch mehr Federn. Aber ich hab nichts gegen sie. Außer, dass sie bei jeder Windböe das Tal abregeln. Wenn es wieder offen ist, siehst du Meridian von den Festungsmauern aus. Liegt es so nah? Nein, es ist so groß, kleine Maid. Nicht zu verfehlen, das missfiele ihnen. Falls doch, geh nicht weiter westlich als bis zum großen See. Sonst stößt du auf die falschen Kaja. Also, was hast du über die Nora gehört? Das hat mit diesem bösen Kratzer da an deinem Hals zu tun. Ich werde sie finden. Klingt nach einem ziemlich steinigen Weg. Im Moment ist es der einzige Weg. Was meinst du mit die falschen Kaja? Du stecktest wohl wie ein Bolzen im Nora-Land fest, was? Die Kaja sind noch immer im Krieg, bloß jetzt miteinander. Die Sieger, das sind die Sonnen-Kaja. Und die Verlierer, die, die am Alten festhalten. Das sind die Schatten. Die Schatten-Kaja. Und sie sind weiter im Westen? Sie hocken in den alten Grenzfestungen am Rand des Sonnenreichs. Diese Kaja-Jungs bauen gern Festungen. Vielen Dank, Gera. Du warst nett. Ich bin Aloy. Ich glaube, ich nenne dich trotzdem weiter, kleine Maid. Du kommst doch wieder, wenn die Festung auf ist, oder? Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns wiedersehen. Die Leute in Sonnenfall wissen, dass sie sich auf die Garde verlassen können. Unter uns sind tot, verletzt. Schön drehen, kommen wir durch. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern.
kommen sie, verdorbene Wächter. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Schneefall. Die Welt wird weiß.
hält sich. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen.
Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Weg, Mädchen! Die Maschinen sind gefährlich! Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Mädchen, komm her! Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Mädchen, komm näher! Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los! Öffnet das Tor! Und informiert Hauptmann Balan! Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen! Nach Meridian! Öffnet das Tor! Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten.
Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridium vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Unsere Gegner fürchten uns aus gutem Grund. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war.